Konzerthaus. Ab 1776 befand sich an dieser Stelle das französische Komödienhaus. Französisch galt als Sprache der gehobenen Stände. Der alte Fritz soll besser Französisch parliert als Deutsch gesprochen haben. Der Adel und die Bürger amüsierten sich bei französischen Komödien aus der Feder Molières oder Racines. Anfang des 19. Jahrhunderts kamen erste Schauspiele in deutscher Sprache zur Aufführung. Als Ersatz für das Komödienhaus errichtete Karl Gotthard Langhans, der Architekt des Brandenburger Tors, 1802 ein neues königliches Nationaltheater. Während der Proben zu Schillers Räubern brach in diesem Theater am 29. Juli 1817 ein Feuer aus. Es brannte vollständig aus. Den Auftrag zum Wiederaufbau erhielt der klassizistische Architekt Karl Friedrich Schinkel. Die Vorgabe war, dass Schinkel die Fundamente sowie alle wiederverwendbaren Teile des abgebrannten Theaters nutzte, so etwa die Säulen des Portikus. Trotz dieser Auflagen schuf Schinkel ein Meisterwerk der klassizistischen Baukunst. Vorbild für die Fassade war das Drassilos-Monument in Athen. Den Figurenschmuck schuf der Bildhauer Christian Friedrich Tieck, der dazu extra aus Italien nach Berlin kommen musste. Die Reise lohnte sich für Tieck am Ende, denn 30 Jahre lang, einen Großteil seiner Schaffenszeit, arbeitete Tieck an seinen Figuren. Tieck wählte für die Skulpturen in den beiden Giebelfeldern Themen aus der griechischen Mythologie. Auf dem First fährt Apollo mit einem von Greifen gezogenen Kampfwagen. Das Haus konnte am 26. Mai 1821 mit der Aufführung von Goethes Drama Iphigenie auf Tauris eingeweiht werden. Dies ist eines von mehr als 2000 Scribe-Videos. Scribe-Videos gibt es zu über 100 Städten in Deutschland, von A wie Aachen bis W wie Würzburg. Mit der Scribe-App haben Sie Zugriff auf alle 2000 Videos und können bei Ihrem individuellen Stadtbummel mobil durch die Videos einer Stadt navigieren. Testen Sie die Scribe-App kostenlos.